Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Days Gone. Bam, bam, bam. So, ich bin wieder bekloppt. So, wir fahren jetzt zur Station der Forschung. Nämlich da lang. Vorgetankt haben wir, gefühlt verbrauchen wir immer noch mehr. Treibstoffkraft. Ich knüller hier mal raus. Hat der eigentlich was Neues jetzt für uns? Nee, ne? Ich guck mal kurz, warte. Wait. Nö, kein Job verfügbar. Anscheinend müssen wir die auch hier auch nicht abholen. Das ist sehr nett. Vielen Dank. So, es ist frisch angebrochener Tag. Hier liegen immer noch Leichen rum. Und wir müssen jetzt dem weißen Ding folgen, was auch zufällig dem gelben Ding entspricht im Moment. Viele Leichen. Das ist wieder ein fragendes Zeichen. Direkt da auf dem Weg. Jetzt bin ich hier. Komm ich hier rüber? Gerade so, ne? Da liegt eine Leiche mitten auf dem Weg, das heißt, da sind wahrscheinlich wieder Wölfe. Oh ja, ich werde schon von allen Seiten angegriffen. Au! Was zum Teufel ist hier passiert? Vielleicht gibt's hier noch was, wofür sich die Mühe lohnt. Mist! Er ist getroffen! Ich bin getroffen! Alter Schwede. Ach, wir können ja auch schnell heilen, ne? Aber ich weiß ja nicht, was der da benutzt. Nummer 2. Und wir haben kein Sterilisierungsmittel, aber vielleicht dafür. Alter, die hat gerade voll auf mich geschossen. Was ist denn los mit der? Wie ich denn? Ich wusste, dass es Wölfe sind. War mir ja so klar. Boah, 3 Stück, Alter. Das war schon heftig. Na gut, das Fleisch können wir natürlich gut verkaufen. Ist mein Mikro an, ja. Ah, der Timer läuft schon wieder nicht. Mann, ich muss mich da auch erst dran gewöhnen. Ich muss mich an so vieles erst gewöhnen. Abgesiegte Schrotflinte. Das ist schon wieder so ein Fragezeichen. Wahrscheinlich noch mehr Wölfe. Okay, die haben mir gezeltet. Die hat gleich auf mich geballert, Alter. Das ist aber schon heftig, ne? Also bisher, diese Events sind irgendwie immer dieselben, kann das sein? So, weiter geht's zur Forschungsanlage. Für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. P
Wie komme ich noch hoch? Für mich sehen die ziemlich ramponiert aus, Cobb, aber hey, wie du meinst. Und nichts gegen ein bisschen krassen Kommerz, also ein neues Bike könnte ich gut gebrauchen. Was haben wir denn? Hey, wie soll ich denn hinkommen? Komme ich nicht weiter? Hallo? Komm doch nicht hin. Da ist das Ding. Wie soll ich da hinkommen? Hä? Bin ich doof oder was? Das ist mitten im Wald. Maximal da oben noch lang, ne? Muss ich auf einen ganz anderen Weg laufen. Okay. Hier hinten ging es noch hoch, aber ich weiß nicht, ob wir da rüberkommen. Ich guck aber gerne. Aber ich führe sogar einen Weg hoch. Wieso wird denn das hier nicht markiert? Ah. Okay. Mich durch, wir brauchen einen Boost. Ich denke mal nicht, dass wir da oben lang kommen, oder? Ich kann gerne gucken, aber sieht nicht so aus. Das sieht auch eher so wieder nach Map-Ende aus hier. Was ist das denn da? Ein Ast. Ich wollte gerade sagen, da steht einer. Warte mal, ich sammle mal den Pilz hier ein. Wo ist er? Da. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Boost. So wie es aussieht. Weil da oben geht es nicht hin. Ne, ne, überhaupt gar nicht. Von der anderen Seite auch nicht. Da kommen wir maximal nur runter, aber nicht hoch. Ah, na großartig. Also haben wir einen Punkt freigeschalten, aber kommen da nicht hin. Weil wir dafür einen Boost brauchen, weil ich denke mal nicht, dass unser Motorrad schnell genug dafür ist. Wir können es ausprobieren. Aber ich gehe da mal nicht von aus. Das heißt, wir müssten hier hochfahren. Dann hole ich das Moped mal her. Ja, ja, das ist ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob das noch aufblinken will, aber ich lasse das jetzt auch mal so. Weiß ich nicht. Ist das echt so scheiße gemacht? Dass man da nie hinkommt? Von hier anscheinend ja auch gar nicht. Also wir fahren da einmal rum. Beziehungsweise ich laufe da einmal zu Fuß eben rum. Und schauen mal, ob wir da an der Seite hochkommen. Vorsichtigerweise. Ne, hier geht's nur runter. Mit wieder einem Fahrzeug. Guck mal, dann kommen wir nämlich später hier runter. Motorrad. Boah, das muss ich mir dann aber merken, ne? Wenn wir da jetzt so nicht rüberkommen. Ich weiß nämlich nicht, wie das ist mit Boost, ohne Boost. Ich rolle erstmal. Dann wird es hier lang gehen. Oder hinten brennt der Haufen schon wieder. Das heißt, die werden, glaube ich, schon wieder angegriffen. So, ich speichere. Ich warte auch, bis er gespeichert hat. Dann markiere ich mir kurz mal die Stelle hier vorne.
bringt gar nichts. Und dann geht's auch mal los. Bei der Landung kannst du den Schaden für dein Bike reduzieren, wenn du L benutzt und die Reifen... Ja, schön. Autsch. Ja, wir sind definitiv zu langsam. Mist, wir brauchen Boost. Okay, dann muss ich mir das merken, ne? So ein Scheiß. So, dieses Fragezeichen da hinten blinkt immer noch auf. Was ist da denn? Genau drauf zu. Ach, guck mal, hier ist ein Lager. Aha. Die sind sogar eingezeichnet, relativ gut sichtbar. Hier, guck mal, hier ist ein fetter Blutfleck. Okay. Und hier, hier möchte ich halt als nächstes hin, ne? Weil hier ist, so wie es aussieht, auch ein Bunker. Und hier kommen wir an den Rande einer Stadt. Okay, da will ich als nächstes auf alle Fälle hin. Aber erstmal machen wir das ans Lager hier. Moment. Ich speichere nochmal. Ich hätte es auch laden können, aber wir haben nicht so viel Schaden genommen. Boah, ich muss pinkeln. War mir nicht schon mal, das kommt mir bekannt vor, der Teich hier. Haben wir das hier schon mal auseinandergenommen? Ich glaube nicht, ne? Da sind zwei, da ist einer. Alter, da ist noch einer. Straßenräuber, hm? Wir werden nicht zögern, mich zu töten. Ist nur die Frage, was bringt es, wenn ich die hier jetzt wegmache? Da oben rennt auch noch einer rum. Scheint noch ein paar mehr zu sein. Da ist noch einer. Ich dachte gerade, ich hätte oben auch noch einen gesehen. Okay, die laufen aber gut Patrouille hier. Ein Königreich vor ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr. Ich sag dir das. Okay, den einen können wir eventuell hier vorhin locken. Irgendwo. Warum gewittert hier ständig? Was ist denn das mit dem Spiel hier? Das muss ich ganz ehrlich, das bemängle ich in so vielen Spielen, dass dieses ständige Unwetter oder ständige Nachtsein kann mir natürlich nur so vorkommen, aber gefühlt regnet es hier eigentlich nur. Ich glaube, wir sind auch in Oregon. Regnet es in Oregon viel? Bin nicht ganz sicher. So, Steinchen habe ich in der Hand. Jetzt ist die Frage, wen locke ich denn jetzt wohin? Ich würde ihn hier hinlocken. Ich muss nur aufpassen, dass mich sonst keiner sieht. Einen Moment bitte. Ich habe das gelesen, geht sofort los. Wer war das? Toll. Mist. Okay, ich bin in Deckung.
Achso, hi. Brauchen wir mal wieder. Tut mir leid. Kann ich leider nicht, weil ich bin noch nicht so weit. Ich bin relativ am Anfang noch. So, reagiert er da drauf? Nö, gar nicht. Toll. Interessiert ihn noch nicht. Ach, jetzt haut er wieder ab. Mist. Tarnung wiedergewinnen. Hatte ich einen Gegner entdeckt, versuche den Sichtkontakt zu unterbrechen und in Deckung zu gehen. Früher oder später? Ja, weiß ich. So, Feierabend. Ja, so ein neuer geht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis jetzt zähle ich 7. Jetzt sind es nur noch 6, wo ich ein... Nee, waren 8. 2 habe ich schon weggemeuchelt. Ist also übersichtlich. Waren schon mal mehr. Geht also noch. Nur, ich wurde gerade gesehen, wie ich einen weggemeuchelt habe. Das war dann nicht so gut. Jetzt muss ich jetzt wieder leider ein bisschen die Laufwege abwarten. Tü. Kein Problem. Wenn ich dir helfen hätte können, hätte helfen können, dann hätte ich es auch getan, aber ich bin noch nicht so weit. Vielleicht musst du einen anderen Weg finden, um dahin zu kommen, wo du hin musst. Da oben ist ja doch noch einer. Hatte ich zum Beispiel auch gerade, da wollte ich zu so einer Forschungsstation. Kam ich aber nicht hin, musste dann einen anderen Weg finden und habe festgestellt, den Weg kann ich auch noch nicht nehmen, weil mein Moped leider noch zu lahmarschig ist. Aber eventuell hatte ich auch nur deinen Wegmarker an eine falsche Position geführt. Ne, kannst du ja haben. Deswegen würde ich sagen, guck dich vielleicht mal um. Und wenn gar nichts geht, dann würde ich googeln. Hilft eigentlich meistens. Nicht immer, aber meistens. Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt hier eigentlich alle mache. Wahrscheinlich, weil sie da sind. Aber ich vermute mal, wirklich was zu holen gibt es hier nicht. So, jetzt hole ich mir dich. Irgendwie, hoffe ich. Darfst du nicht zu sehen sein? Ich hab was gesehen. Nein, du hast was gehört. Jetzt kommt natürlich einer hier in die Richtung, ne? Scheiße, sobald der umdreht, schnabuliere ich den. Lässt du wohl die Leiche in Ruhe? Die hat dir nichts getan. Sehr gut. Sind viele Frauen hier, die wir bis jetzt schon getötet haben? Was? Ja, ich. Aber du dafür nicht mehr. Gute Nacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da waren es nur noch 6. Erstmal. Ich weiß nicht, wie viele hier insgesamt rumlungern. Ich arbeite dann so. Da kommt der nächste. Nach Möglichkeit keine Munition verschwenden. Und jeder Schuss sollte tödlich sein. Ich muss einmal kurz gucken, was ich mir jetzt gerade markiert habe. Ach gut, das da hinten. Da wollte ich sowieso hin. Aber ich wette, da ist jetzt nichts und da kommen wir noch hin. Aber erst später. Storytechnisch oder so. Hat er gehört? Hat er gehört? Gut. Willst du mich? Na, jetzt willst du mich aber verarschen, ne? Nein, nein, ihr habt hier gar nichts. Lauf! Lauf, 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 lauf. Wie? Was? Wie? Ja, genau, ich werf auch mal. Ich werf mal so rein auf gut Glück einfach mal eine Rohrbombe. Ins Gebüsch.
Das wird schon irgendwie gehen. Will ich mich verarschen? Was für ein Scheiß. Oder weil die jetzt so informiert sind. Ein bisschen außer Sicht bleiben. Der hat mich doch nicht gesehen, oder? Kannst du mir doch nicht erzählen. Da muss ich, glaube ich, doch Munition benutzen. Tut mir in der Seele weh, aber nützt, glaube ich, nichts. Ganz ruhig. So. Weg. Okay, was sonst sehe ich hier keinen, der hier rumläuft. Wer ist er denn? Da fährt einer mit dem Moped. Ist aber nicht meins. Meins bewegt sich nicht. Das ist auch besser so für ihn. Ich würde ja durchaus gerne mal das Scharfschützengewehr ausprobieren, ne? Einfach nur mal so. Die haben mich nicht gesehen. Keinerlei Bewegung, ja? Der rührt sich nicht. Auf ihn! Wenn die mich? Anscheinend nicht. Also die haben das wohl realisiert, aber die haben, glaube ich, nicht gesehen, wo der Schuss herkam. Das läuft. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas angelockt hier. Oh, jetzt. Hey, komm schon raus und zeig dich. Ich will dir nichts tun. Ich dir aber schon. Natürlich. Komm doch gern zum Reden. Weil ich sonst nichts zu tun habe. Okay, die kommen langsam näher. Der hat mich gleich. Neben dir, Bewegung. Hier bist du. Na, dann leck mich doch fett. Also entweder sind das sehr schlechte Schützen oder die wissen nicht, wo sie hinschießen müssen. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich brauche nur... Ich kann ja reparieren, ne? Kostet 5 Schrott. Alter, ist das teuer. Krasser Scheiß. Muss ich auf alle Fälle loopen. Und zwar alle. Einer weniger. Komm raus. Na, der hat noch ein klein bisschen Übung. Wenn er schlau ist, verblutet er. Ist er aber nicht. Schade. Warte mal. Okay, jetzt geben wir langsam die Muni aus. Ach, ich wollte gerade schießen. Autsch! Oh, das war nicht so gut. Zack. Okay, jetzt geben wir auch langsam das Zeugs aus. Ist auch weg. Wie hast du mich denn jetzt gesehen? Hab ich dich. So. Das müssten alle gewesen sein. Jetzt kann ich die alle loopen.
Vorausgesetzt, ich finde sie wieder. Gut, dass die markiert sind. Das ist nämlich sehr hilfreich. Ich muss wirklich alles mitnehmen, was keine Miete zahlt. Und ich sehr viel verbraucht jetzt. Das war ein bisschen leichtsinnig von mir, glaube ich. Gefühlt auf jeden Fall. Hat uns sehr viel gekostet von allem. Das wiederum ist nicht so geil. Und ja, ich schleiche trotzdem, weil ich nicht weiß, ob hier noch jemand ist. Aber rein theoretisch müsste der ja hier irgendwo angekommen sein. Okay, ich benutze mal so ein Medkit, einfach weil hier eins steht. Das hilft bestimmt. Weil dann brauche ich keine Bandagen oder ähnliches benutzen, sondern kann das hier so regeln. So, Munition füllt sich auch noch wieder auf. Was haben wir hier? Ja. Schlechter als unseres. Wo da oben habe ich einen erschossen anscheinend. War aber ein guter Schuss, ne? Ach hier. Ach der, genau. Der erste, den ich mit dem Scharfschützengewehr umgenietet habe. Okay, und deswegen komme ich jetzt hierher? Oder was? Wegen so einem Medkit? Oder ist da oben auch noch was? Hier oben ist ja gut gar nichts. Wow, hat sich voll nicht gelohnt. Das war ja mal fett unnötig, wa? Wenn ich das richtig sehe. Krasser Scheiß. Also ihr seid Straßenräuber. Aber ihr habt keine Straßen. Was räubert ihr denn? Da wäre noch was, aber das ist wahrscheinlich voll. Wow. Total. Wow. Krass. Das war ja nichts, ne? Also weder von meiner Seite aus noch von deren Seite. Irgendwie. Habe ich das Gefühl. Wie spät ist es? Was sagt die Uhr? Wird gleich wieder dunkel. Das ist nicht so geil. Wir müssen aber leider weiter. Da haben wir leider keine Wahl. Noch. Hör doch auf. Fahr mal hier links, ne? Mitten durch den Wald. Einfach nur, um ein bisschen in Sicherheit zu kommen. Oh, da ist schon wieder so ein Vieh. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns dann an, was ich da markiert habe. Und bis dahin sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Und jetzt müssen wir hier durch. Bei... Was? Oh. Na toll. Hahaha, toll. Wie auch geliebt. Moin. Und tschüss. Okay. Platz mit X, das war wohl nichts. Ich verstehe kein Wort von dem, was er da sagt. So, stell mal auf das Ding. Okay, Cope, diesmal hast du mich. Ich nehme so viele Waffen, wie ich in die Finger kriegen kann und die wird mir niemand wegnehmen. Ja, und ich sag mal jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein bei Days Gone. Und bis zur nächsten Folge, ne? Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.